1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Peter Klien. Hallihallo. Ja, servus, lieber Rudi. Peter, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ich glaube, das Kabarett ist zuerst schon zu mir gekommen. Da war ich noch ein relativ kleines Kind, habe ich einfach immer sehr viel Freude gehabt, mich ein bisschen blöd zu stellen. Also bei irgendwelchen Gelegenheiten einfach ein bisschen dumm zu sein und dann lachen die Leute und das habe ich als ungeheuer schön empfunden. Wirklich? Ja, ich kann mich gut erinnern. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich dann wer mich so begeistert hat als Vorbild in Volksschulzeiten, war einfach immer der Maxi Böhm. Ja. Genau. Der ja gespielt hat in der Pension Schöller, genau. Zum Beispiel, um mir gleich mal eine Referenz zu machen. So schließt sich ein Kreis in deinem Leben, konnte man das so sagen? Das kann man mit Sicherheit so sagen, bin ich sehr froh. In meinem Herzen schließt sich eine Faust. Aber das haben sie damals im Fernsehen gespielt, zu Silvester, glaube ich. Und da hat der Maxi Böhm zum Beispiel, kann mich gut erinnern, immer gesagt, so gesungen, ich bin eine Dirne, ich bin eine Dirne. Das ist, glaube ich, ein Little da draus und das hat die Frau gesungen, die dort aufgetreten ist, halt diese Schauspielerin, Namen vergessen, und der Maxi Böhm ist daneben gesessen und hat immer gesagt, na, das haben wir jetzt schon gehört und singen Sie mal was Neues und so, und alle haben halt so gelacht bei diesen Bemerkungen und ich habe selber wahnsinnig lachen müssen als Kind, habe mir dann ein Witzbuch gekauft, das er geschrieben hat. Also welches Alter ungefähr? Ja, so Volksschule, 8, 9. Ja? Ja, ja, dritte, vierte Klasse, okay. Würde ich sagen. Hast du schon Taschengeld gehabt für ein Buch? Ich glaube, ich habe es mal schenken lassen. Ah, ja. Der übliche Weg, den Kinder so beschreiten in diesen Nöten. Und ich habe mir dann mit 8 Jahren so eine Visitenkarte auch gebastelt, wo drauf schon ist, Peter Klien, Komiker. Wirklich? Ja. Und das habe ich so noch nie gehört. Mit 8, das ist eigentlich schon bemerkenswert, oder? Ja. Mhm. Und diese Visitenkarte liegt jetzt wieder auf meinem Schreibtisch. Die gleiche? Die gleiche, ja. Ich habe es mir aufgehoben. Dieselbe? Dieselbe, ja, ja. Wirklich? Ja, habe ich mir aufgehoben. Ich meine, bin überhaupt so ein Typ, der ganz gerne ein bisschen auch das eigene Leben archiviert. Jetzt kein Messi, aber doch so entscheidende Schritte behalte ich mir ganz gerne irgendwas davon, aus entscheidenden Phasen. Ne? Okay, das klingt gut. Und wie schaut die aus? Die Visitenkarte? Ein bisschen schier, würde ich sagen, aber halt so, genau, mit Füllfeder geschrieben, mit blauer Tinte und dann an den Ecken so rot-gelbe Zierecken quasi, die ich mit Lineal gezogen habe. Wow, also wirklich ein bisschen strebermäßig. Ein bisschen hässlich, wahrscheinlich ein bisschen strebermäßig, richtig. Aber an diese ganzen Sachen erinnere ich mich gut und ich habe zum Beispiel auch ein Buch, das mich auch sehr geprägt hat, war Du wollen Clown spielen von Arminio Rothstein, der ja als Clown Habakuk Fernsehberühmtheit auch. Ist das. Wie heißt der nochmal? Das habe ich ganz vergessen. Also wie heißt der mit bürgerlichen Namen? Arminio Rothstein. Genau. Den Habakuk habe ich nicht so gern mögen, aber das Buch habe ich sehr gern mögen. Und weißt du, Tim Enrico, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Es gibt nur einen Enrico. Ja, der hat mir richtig gut gefallen, logischerweise, auch in der Kinderzeit. Ja, finde ich auch. Heinz Zuber. Total. Ich muss auch sagen, dass ich eben, Du wollen Clown spielen, ist auch so ein Clown-Buch, wie wird man Clown? Mit allen Tipps, also mit Sketches drinnen, mit Auftritts, aber für Kinder, ja, mit Auftrittstipps, was soll man beachten, auch wie soll man sich kostümieren. Da habe ich mir dann von meiner Mutter damals aus einem alten Schlafrock, das war so, ich glaube von meiner Oma, wirklich eine harte Bandage eigentlich, der Schlafrock, habe meine Mutter gezwungen, dass sie mir da einen Clown-Frack schneidet, was sie auch gemacht hat, so in beige und lila gehalten und, glaube ich, rot gesäumt, ziemlich irre ausgeschaut. Leider gibt es kein Foto mehr von dem. Aber mit dem bin ich ganz gerne herumspaziert und auch aufgetreten auf Kindergeburtstagen von jüngeren
Schulkollegen oder meine beiden Brüder sind jünger als ich und halt auf deren Geburtstagen oder von Freunden von denen und so weiter. Das war der Start. Ja, es klingt ja alles total advanced eigentlich für das Alter, finde ich schon. Also, du bist dann diesen Weg mehr oder weniger konsequent weitergegangen oder hat dich das wieder verloren und irgendwann hast du gedacht, ah, doch Komiker. Absolut, völlig inkonsequent weitergegangen den Weg. Irgendwann einmal wollte ich sogar, da war ich dann schon, ich würde sagen 11, 12, also frühes Unterstufe, in der Unterstufe, wollte ich dann Pilot werden eine Zeit lang. Ja. Und ein paar Jahre später wollte ich dann... Pilot-Visitenkarte gehabt? Nein, komischerweise eigentlich nicht. Ja, ich glaube, da waren Visitenkarten, da schon out, da hätte ich dann schon so einen Stempel machen müssen. Also das habe ich nicht gemacht. Nein, und ein paar Jahre später wollte ich dann doch längere Zeit hindurch Priester werden auch. Wirklich? Ja. Aha. Aber da gibt es ja nicht so wenig Kabarettisten, glaube ich, die also zumindest eine ähnliche so Berufung gespürt haben. Katholische Prägung ist schon recht, recht typisch, glaube ich. Darf ich da schnell nachfragen, wie ist das gekommen? Kommst du aus einem sehr gläubigen Elternhaus oder hat sich das von dir aus entwickelt? Nein, ich komme schon aus einem stark katholisch geprägten Elternhaus. Das ist ganz sicher so. Ich meine, das kommt ja in Österreich nicht so selten vor. Und es hat auch tatsächlich meine Kindheit und meine Jugend stark geprägt. Ja. Mhm. Also wenn es in so einem sozialen Umfeld aufwächst, wo die Pfarre ein fixer Bestandteil der Woche ist, des Alltags, weil man dort einfach in Gruppen auch sich trifft, also jetzt nicht nur in die Kirchen geht, sondern in Gruppen. Ich war Ministrant auch viele Jahre. Mhm. Du bist in Wien aufgewachsen, oder? Ja, genau, im 14. Bezirk. Mhm. Und also gibt es viele Komponenten. Ich war dann auch in demselben Pfarrheim, zum Beispiel bei den Pfadfindern, ja. Mhm. Ist auch eine Kombi, die oft vorkommt. Die war auch sehr viel dort oben Fußball spielen. Ja. Also das hat fast ein bisschen was Dörfliches. Mhm. Und was hast du diesbezüglich unternommen? Warst du dann tatsächlich in einem Priesterseminar oder so irgendwas? Nein. Also meine große Krise ist dann auch wieder, wie eigentlich nicht so selten, mit der Pubertät gekommen. Und da halt... Die bei mir ein bisschen später dran, da war ich ein bisschen später dran mit der Pubertät, aber so mit 17 oder was, ist es dann langsam zerbrochen eigentlich, ne? dieses Weltbild, Gottesbild der Kindheit und hat sich dann später nie wieder so ganz zusammengesetzt. Ja. Du hast unlängst mit dem Martin Buntigam gesprochen und der hat auch von seiner Ministrantenzeit und so weiter erzählt und bei dem, der hat dann auch gemeint, der hat nicht wirklich dann den Sinn darin gefunden in dem Ganzen und glaube ich dann eher so, sie dann wirklich abgekehrt eine Zeit lang davor. Wie stark war das bei dir? Das hat sie eher, aber hat sie eher verloren oder wolltest du dann auch wirklich gar nichts mehr wissen davon? Ich habe dann nach der Schule angefangen, Philosophie zu studieren. Und das war auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch einfach eine Fortsetzung meiner katholisch geprägten Kindheit oder Jugend, weil dann sozusagen der logische nächste Schritt ist, wenn man das alles einmal ernst genommen hat, also so ein theologisches Weltbild oder alles, was damit zu tun hat, wenn man das einmal ernst genommen hat, dann möchte man vielleicht auch in einem nächsten Schritt sich da weiterentwickeln, was den Blick auf die Welt betrifft. Sprich, man möchte sich eigentlich professionell mit dem auseinandersetzen, was andere Leute, halt Philosophen, vielleicht aber auch Theologen, über die Welt gesagt haben. Also insofern war mein Studium wahrscheinlich eine Fortsetzung dieser katholisch geprägten Jugend, Kindheit. Mhm. Und der Komiker in der Zwischenzeit? Ja, das ist eine gute Frage. Der Komiker war immer da, aber eigentlich ziemlich bis zu Beginn des Studiums, also so bis 18, 19. Es war tatsächlich auch so, dass ich in dem Sommer nach der Matura mir sehr ernsthaft überlegt habe, ob ich jetzt mein erstes Kabarettprogramm schreibe. Weil ich war ja dann auch immer im Sommer auf irgendwelchen, eine Zeit lang, Jungscher-Gruppenleiter, Seminaren oder so, ja, was irgendwie
anders klingt, als es war, weil es war eigentlich schon eine sehr lässige Partie, die da einfach ein paar Tage oder Wochen auf einer Jungscher Burg verbracht hat, ziemlich anarchistisch, aber zugleich auch sehr lässig, also so im Umgang miteinander war eine gute Stimmung und da ist zum Beispiel auch viel, da ist ganz viel um Kultur gegangen, also wir haben da gemeinsam Musik oder Filme geschaut, das Ganze reflektiert, das hat mir sehr gut gefallen, so eine Auseinandersetzung mit Kunst einfach. Aber was wir auch viel gemacht haben, war Theaterspielen und ich habe dort zum Beispiel auch so ein Kabarett aufgeführt mit einem Freund gemeinsam oder eigentlich, glaube ich, waren wir zu viert. Aber die Hauptarbeit haben wir zu zweit gemacht auf der Bühne und das hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Das war immer wieder, also jeden dieser Sommer, da so von 16 bis 18 habe ich eigentlich immer wieder recht viel Theater gespielt. Also Kabarett eigentlich, so kurze Szenen oder irgendwelche Wortspielereien in größerem Umfang. Und das ist gut angekommen eigentlich und hat mir eine riesige Freude gemacht. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, also ich habe wirklich lange überlegt, ob ich Kabarettprogramm mache oder jetzt nur studiere quasi. Ja, es hat sich dann irgendwo eine gewisse Vernunftentscheidung in den Vordergrund geschoben und ich habe halt gesagt, na, jetzt tun wir ernsthaft studieren und Kabarett kannst du immer noch später spielen. Aber nur einmal noch ganz kurz, damit ich das Bild richtig habe. Du hast maturiert, du bist 18 und du überlegst, ob du Kabarettist wirst und einfach einmal ein Programm schreibst oder ob du Philosophie studierst. Weil man muss ja ehrlich sagen, Philosophie ist auf den ersten Blick auch nicht das Studium, von dem man sich dann automatisch eine berufliche Karriere versprechen kann, oder? Ich glaube, Taxifahren ist etwas. Ja, richtig. Was du genau reinlegst, ja. Also das ist immer möglich. Genau, hört man immer wieder und das dürfte gut funktionieren. Aber war das so dein, ich meine, was wolltest du? Ja, es liegt irgendwie auf der Hand, das ist nicht ganz meine Zugangsweise gewesen, dass ich sage, ich studiere jetzt Philosophie und Altgriechisch, weil ich möchte reich werden. Ne? Das war nicht mein Zugang. Aber man muss aber dazu sagen, Israel hat sich auch so herauskristallisiert. Ich habe ja angefangen, ein Doppelstudium zu machen, wo ich gehabt habe Biologie als ein Studium und im zweiten Studium eigentlich so eine Mischung aus Philosophie als ein Fach, das war damals Kombinationspflicht, ich musste mal zweites, und mein Nebenfach war eigentlich Physik, mehr oder weniger. Das sind ja im Prinzip drei Fächer, oder? Genau, ja. Biologie, Philosophie, Physik, das war mein erstes Semester. Wahnsinn, wirklich wahr, klingt da irrsinnig gescheit, finde ich. Ziemlich verrückt, ja. Deswegen erzähle ich es gern. Ja. Klingt da wirklich gut. Nein, es gut, hat mich einfach sehr interessiert. Biologie war immer schon auch sehr ökologisch. Ich bin aufgewachsen mit also Spätfolgen von noch Zwentendorf, obwohl ich das natürlich eher als kleineres Kind mit 8 Jahren mitgekriegt habe. Aber Heimburg hat mich dann zum Beispiel ziemlich geprägt. Da war ich 14 Jahre alt. Ich habe immer meine Eltern gedrängt, dass wir rausfahren zu Weihnachten und dort mitcampieren. Die waren überraschenderweise nicht dafür zu begeistern. Okay. Ja. Wie 14? Ja. Im Dezember 84 muss das gewesen sein. Warst du ein anstrengendes Kind? Glaube ich eigentlich nicht. Nee. So. Ja. Aber du hast also deine Überzeugungen gehabt? Immer. Komiker, Umweltschutz. Ja, richtig. Das war mir schon wichtig. Und das war dann auch eben die Motivation, Biologie zu studieren, der Umweltschutz. Ach so, okay. Weil mir das einfach immer, damals ist gerade die Ökologie aufgekommen, ne? Der Zusammenhang der Lebewesen untereinander, Tiere, Pflanzen, Mensch, der Umweltgedanke, das Wort hat es ja gar nicht gegeben vorher, ne? Umwelt. Das ist damals in den 80er Jahren entstanden und es hat mich halt voll abgeholt, so wie heute die Fridays for Future Generationen, ich war das gleiche Alter, Oberstufe. Genau. Und damals ist es losgegangen mit der WWF zum Beispiel, World Wildlife Fund ist groß geworden, Greenpeace ist groß geworden, viele Umweltschutzorganisationen, ein bisschen später dann auch Global 2000. Und das hat mich schon sehr in den Bann gezogen, das hat mir gut gefallen. Ich habe halt dann aber festgestellt, dass ein Unterschied ist zwischen dem Wunsch, die Natur zu retten und der Leidenschaft, jetzt da alle
Gräser, die es gibt, auswendig zu lernen. Mhm. Oder auch die Art und sich für die Art und Weise zu begeistern, wie sich Gräser fortpflanzen. Ja. Also kann man sagen, das hat die eigentlich gar nicht so interessiert. Bin ich dann drauf gekommen, dass mich das nicht so interessiert. Dazu ist gekommen, dass ja bei Biologie wahnsinnig viel sonstige Naturwissenschaft drin steckt, also Physik, wobei das gefällt mir ja noch eher. Also nein, mir gefallen Naturwissenschaften sehr, also nur um es auch nicht falsch zu erzählen, ich bin eigentlich begeisterter Laie, was Naturwissenschaften anbelangt, aber halt studieren, zwischen studieren und interessieren ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Also, dass ich dann wirklich unheimlich viel Chemie lerne für das Biologie, da war es dann, glaube ich, aus. Aber dadurch ist immer ein Doppelstudium überblieben aus diesen Fächern. Mhm. Aber das hat sich eigentlich schon nach dem ersten Semester herausgestellt. Genau, die Naturwissenschaft war dann draußen zu dem Zeitpunkt. Dann kamen noch andere Geisteswissenschaften, eben Germanistik und Kunstgeschichte zur Philosophie. Aber auch da habe ich dann festgestellt, Kunstgeschichte. Also ich bin damals zu der Zeit wahnsinnig viel so in Ausstellungen gegangen, haben mir Bilder angeschaut, bin immer gern mit Freunden gegangen, also zu zweit eigentlich, mit einem Freund oder einer Freundin, um es dann nachher ins Caféhaus und das alles durchzubesprechen, was wir gesehen haben, ein bisschen analysieren. Das klingt sehr gut. So Studien, ja, so die frühen Studienjahre, alles klingt sehr gut. Total, so richtig, richtig crazy, aber leiwand, wenn man es halt so ernst nimmt. Ja, klar. Weil man wirklich dann sich viele Gedanken macht, was soll Kunst? Da ist meine ganze Philosophie. Super, klingt sehr gut, ja. Ich kenne es durchgebrochen. So, ja. Viel theoretische Betrachtung, ne? Was soll Kunst, was darf sie nicht? Und, und natürlich auch bei Germanistik, also endlose Gespräche über verschiedene Schriftsteller, Schriftstellerinnen, über. Ich bin ein irrsinniger Theaterfan immer gewesen, also ich war sehr viel auf Stehplatz im Burgtheater, aber auch Josefstadt und sonst wo in der Zeit. Also diese frühen Studienjahre waren schöne schon... Schöne Bilder, so klassisch, so der wirklich klassische junge interessierte Student, oder? Aber gut irgendwie. Ich war sogar früher auf Stehplatz in der Oper. Echt? Okay. Ja, haben wir das eingezogen eine Zeit lang, weil mich klassische Musik auch sehr interessiert reizt. Also natürlich auch Popmusik, aber beides. Okay. Es ist nur dann eben so weit gekommen, dass ich mir auch dachte, Germanistik und Kunstgeschichte, das ist nicht meins. Also schon meins, aber ich studiere lieber Altgriechisch als zur Philosophie dazu, als Zweitfach, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass mich die klassische griechische Philosophie am meisten begeistert von allen Philosophen. Und nachdem ich Griechisch in der Schule gehabt habe, war das jetzt keine große... Verstehe. Also es ist da schon eher um die Philosophie als um das Griechische gegangen. Das klingt jetzt sehr alleinhaft, glaube ich, aber so war es. Absolut, ja, genau so war es. Es ist dann aber lustigerweise über die Jahre hat sich ein bisschen umgedreht und das Griechische ist auch in Form eben des Theaters, auch der Komödie, griechische Komödie, die sehr lustig ist und sonstige Literaturgattungen ist das Griechische oder auch das Epos, also Homer, Ilias Odyssee ist das Griechische auf eine ganz andere Art auf mich nochmal zugekommen, als ich davor geglaubt hätte, wo ich gemeint habe, ich muss jetzt nur Philosophie mich vertiefen in griechische Philosophie. Und dann warst du irgendwann fertig? Du warst dann, wie sagt man da, Magister Phil? Muss ich dir aber auch unterbrechen, weil auch das ist nicht so zielgerichtet alles passiert. Aha, okay. Sondern ich habe das Studium viele Jahre auf Eis gelegt dazwischen. Weil ich einfach in eine Phase gekommen bin, wo mir die Philosophie nicht mehr gut getan hat. Also ich bin in extreme Selbstbeobachtung hineingegangen und war immer schon ein bisschen ein Fan von diesen philosophischen Betrachtungen, wo man sich selbst analysiert. Ja? Also da gibt es ja beginnend in der Antike, Marco Aurel zum Beispiel, gibt Selbstbetrachtungen von ihm, der ja römischer Kaiser gewesen ist und zugleich aber extrem schöne Gedanken formuliert hat über sich, über sein Streben und so, sehr streng mit sich gewesen ist, ja, wo er gefunden hat, hat sich schlecht verhalten etc. Also musst du denken, der Präsident der USA ist auch ein ambitionierter Ethiker, ja. Ja, schwierige Vorstellung, aber ja. Das ist nicht immer leicht. Ich meine, beim Obama hätte man es vielleicht zeitweise sogar geglaubt, aber der hat dann auch wieder schlimme Fehler gemacht. Aber
Ja, also solche Art von Literatur hat mich immer begeistert eigentlich, dass man sich mit sich selber, mit den eigenen Gedanken auseinandersetzt. Von Augustinus gibt es die Confessiones, die auch sehr schön solche Selbstgespräche sind, ja, die jetzt sicher theologische Komponente haben, aber auch ganz viel philosophisch. Also mir hat das immer sehr gut gefallen, auch in der Literatur, wo Menschen sich einfach stark mit sich selber auseinandersetzen. Montaigne zum Beispiel auch, ja. Und ich war halt dann... Das hast du übernommen dann mehr oder weniger, so als Geisteshaltung. Ja, genau. Ich habe dann wirklich, und zwar ist das von Jahr zu Jahr stärker geworden, eine Zeit lang, eine extreme Selbstbeobachtung betrieben, ja, dass ich wirklich jeden Tag alles niederschreiben wollte, was mir durch den Kopf geht, was ich erlebt habe, wie ich es beurteile, ob ich das gut finde oder schlecht, was ich mache und was ich denke. Ja, extrem verkopft, würde man sagen, extrem theoretisch. Und darf ich schon fragen, war das einfach inspiriert von denen oder war da eine gewisse Absicht dahinter? Weil es klingt ja wahnsinnig anstrengend. Total. Na, ich würde nicht sagen, Absicht, Absicht hat das auch nicht gehabt. Das war Suchtartiges dann schon gehabt. Eher, ach so. Also ein bisschen was Krankhaftes fast schon. Ja. Also es war nicht so, dass das eben zu meinem Guten war, was mich dann eben dazu gebracht hat, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt habe, so, ich höre jetzt ganz auf, ja, ich mache da jetzt einen harten Schnitt. Damals war ich mit dem Philosophiestudium eigentlich schon sehr weit, mit dem Griechischstudium, das ich ja eben später begonnen gehabt habe, noch nicht so, da war ich gerade bei der Hälfte oder so bei Griechisch. Aber habe trotzdem gesagt, jetzt ist es aus. Jetzt mache ich einen Schnitt, jetzt gehe ich einfach arbeiten, schaue, dass ich einfach ein ganz normales Leben lebe, ohne dauernd irgendwas nachzudenken und irgendwas mir zu überlegen. Einfach weil ich verstehe es eh, weil es da einfach nicht mehr gut dann hat. Genau. Ja, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt mit der ganzen Situation. Nein. Ich habe dann das Gefühl gehabt, das entfernt mich aus der Welt. Mhm. Also es führt mich weit weg von einem schönen Leben sozusagen. Ja, ich will fragen, wie alt warst du da? 22. Ach so, jung. Ah, ich hätte es jetzt ein bisschen älter eingeschätzt. Ah, 22? Ja, okay, das ist schon sehr jung, finde ich. Naja. Ja, aber ich finde für so intensive Vergeistigung ist das doch relativ jung, oder nicht? Ich habe dann alles getan, um das wieder loszuwerden. Ja, hast du eine Beziehung gehabt damals? Nein, natürlich nicht in der Zeit. Geht gar nicht. Nein, ist unmöglich. Also da stören ja andere Leute, die zu nahe sind. Das heißt, du wolltest da gar keine? Nein, wollte ich interessant. Nicht. Interessant, okay. Ich habe Freundschaften gepflegt, also sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Mich getroffen, aber halt lieber unterhalten, lieber reflektiert und so. Wirklich ganz verrückt eigentlich. Und Beziehungen habe ich zu der Zeit damals nicht gesucht. Davor schon und da später auch wieder. Aber in dieser harten Philosophiephase, sage ich mal, nicht. Und was war dann dein erster Job? Bin in die Bibliothek gegangen von der Uni Wien. Ah ja, okay, das klingt eigentlich noch einem recht schlüssigen Schritt. Ja, genau, weil da habe ich mir gedacht, da hast du ja schon so viel Zeit verbracht. Ja. Wechselst halt einmal die Seiten von der einen Seite des Pults auf die andere, vom Benutzer zu. Und das hat funktioniert, weil ich würde mal sagen, wenn jemand, der zum Rauchen aufhören will, in der Trafik anfängt, ist es vielleicht auch nicht die Piste. Ja, du meinst, dann raucht man immer nur mehr. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, aber es hat funktioniert. Natürlich habe ich der Versuchung nicht ganz widerstehen können, dann mich auch einmal ins Magazin vorzuarbeiten, hineinzuwühlen. Das ist natürlich ein Traum, was dort rumsteht. Ja. Das sind wirkliche Schätze, logischerweise. Aber es war zu dem Zeitpunkt einfach der Wunsch, jetzt einmal wieder in der Menschenwelt aufzuschlagen und nicht in der Bücherwelt zu bleiben und in der Schreibwelt, der war einfach viel zu stark als das. Also diesen Punkt habe ich überwunden gehabt, dass ich noch einmal quasi einen Rückfall erleiden hätte können. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich mich dort mit den Leuten halt angefreundet habe, angenähert. Ich habe dann aber nach ein paar Monaten trotzdem den Arbeitgeber gewechselt, weil auf der Bibliothek der Technischen Uni Wien waren ein paar Leute,
mit denen ich mich besonders gut verstanden gehabt habe. Und deswegen habe ich zu denen gewechselt. War auch richtig, weil da war super Arbeitsklima auch. Ich meine, auf der Uni war es auch gut, aber dort hat es mir noch besser gefallen, dann eben mit den paar Leuten, mit denen ich auch im Zimmer gesessen bin teilweise, war gute Stimmung und das war genau das, was ich braucht habe damals. Mhm. Das heißt, das hat funktioniert? Das hat dann funktioniert, aber was sehr lustig ist eigentlich und mir jetzt, wenn wir darüber reden, vielleicht so zum ersten Mal wieder ganz klar auffällt, ist, ich habe nebenbei dann in der Zeit damals, also mit 22, 23 auch recht viel Theater gespielt wieder, ja? Und Leute kennengelernt, die am Reinhardt-Seminar waren oder am Konservatorium, also geschaut, dass ich so in Theaterkreise reinkomme, das hat mir auch getaugt, ja. Ich habe damals zum Beispiel den Philipp Hochmeier kennengelernt, der gefeiert hat, seine Aufnahme aufs Reinhardt-Seminar. Ah, ja. Da war ich bei ihm in der Wohnung mit vielen anderen und okay. Das ist ewig lang her. Und was halt dann losgegangen ist, wieder und lustigerweise auch im Bibliothekskontext, ist, dass ich ja wahnsinnige Freude dran gehabt habe, mich blöd zu stellen und sehen. Okay, da sind wir wieder beim Kind. Zu sehen, wie die anderen lachen. Also ich habe zum Beispiel eine Nummer einstudiert gehabt, wie ich mich auf so einen Bürosessel setze im Büro und dann immer runterfliegt dabei. Ja? Also das ist so ein Drehsessel mit Rollen und ich bin immer draufgestiegen halber und dann ist mir der hinten weggerutscht und ich bin mit dem Kinn aufgeklatscht auf die Schreibtischfläche. Die haben alle gelacht wie wild. Okay, weil du und ich habe mehr Freude gehabt. Aber die haben schon gemerkt, dass das gespielt ist, nicht mehr. Natürlich. Oder? Ja, aber du hast es so gut gemacht. Ja. Ja? Ich habe einfach diesen, ich mag Slapstick wahnsinnig eigentlich. Aha. Das habe ich zwar nie so richtig ausgelebt, aber ich mag das eigentlich sehr gern. Charlie Chaplin natürlich, Buster Keaton oder so, das habe ich wirklich gern. Mhm. Weil das hat auch so was sehr Poetisches dann oft einmal in der Kombination mit dem Ungeschickten. Mhm. Das ist herrlich. Genau, und dann haben wir auch ein Bibliothekskabarett gemacht, bald einmal, mit allen, die sich gerne auf die Bühne gestellt haben. Also da war ich gerade einmal ein paar Monate dort in der Bibliothek. Haben wir im Fasching das gemacht und war ein riesiger Erfolg. Gibt es auch noch ein Video davon, was sehr lustig ist natürlich. Und ich habe das alles geschrieben und war da der Motor dahinter. Ja. Also, ja. Mhm. Und so gehört dieses Theaterspielen und das auf die Bühne gehen, gehört für mich extrem stark dazu, um ins Leben einzutauchen. Mhm, mh. Das heißt, über die Bibliothek bist du praktisch wieder zum Theater gekommen und zur Comic dann letztendlich. Das ist nebenher passiert, also parallel, weil ich, bevor ich noch in die Bibliothek gekommen bin, habe ich schon die Hauptrolle gespielt in Burgspielen Araburg, die haben in relativ kleinen Umfang da so ein völlig schräg eigentlich, ein Versdrama aus der Geschichte der Burg, der Araburg. Und da habe ich so den jungen Prinzen gespielt, der das dann übernehmen wird, oder Prinz, ich weiß nicht, den jungen Herzog oder was ich war. Den Erben der Burg quasi. Das war noch sehr seriös, da war ich 22, das war in dem Sommer 92. Wo ich beschlossen gehabt habe, ich kehre der Philosophie den Rücken. Und das war die erste Geschichte dann eigentlich nach dem Beschluss. Und erst ein paar Monate später bin ich dann in die Bibliothek gegangen. Okay. Das heißt, du hast eine erste Rolle im Theater gehabt, du hast einen Job gehabt in der Bibliothek und du warst wieder im Leben. Genau. Ganz und genau. Jetzt sag du, wie ist das dann weiter? Ja, das muss aber sagen, das ins Leben zurück, das hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Also ich bin ein paar Jahre hinein in diese doch schwierige Situation und habe ein paar Jahre gebraucht, um wieder rauszukommen. Mhm. Und jetzt so im Rückblick, war das gut, dass du durch das gegangen bist? Du, man kann es nicht aussuchen. Nein, aber ziehst du irgendwie immer noch Vorteile daraus oder würdest du sagen, dass das wichtige Erkenntnisse trotzdem gebracht hat, diese Zeit? Das würde ich schon sagen. Was das Gute an dieser Zeit jetzt mit dem Abstand der Jahre, ne, in der unmittelbaren Auseinandersetzung war es alles nicht gut oder alles sehr anstrengend, aber im Abstand der Jahre muss ich sagen, ich habe halt einfach jeden Winkel
meiner Seele, sage ich mal, ausgeleuchtet. Ich habe mein komplettes Innenleben. Ja, ich würde sagen, man merkt es auf eine Art, du wirkst als ausgesprochen gefestigter Charakter irgendwie, finde ich schon. Das ist sehr lieb, wenn du das so siehst. Ja, also ich finde, ja, das merkt man so auch bei den, auf das kommen wir vielleicht später noch, bei diesen Interviews, die du da oft führst. Das ist ja nicht so einfach, da bei sich zu bleiben, bei allem, was da so rundherum abgeht. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass das so gut funktioniert. Ich sehe es jetzt eigentlich genauso, wie du jetzt gesagt hast. Mhm. Das hat mir halt einfach ein Gewicht gegeben, ein Gewicht in mir selber und eine Unabhängigkeit, weil ich wirklich quasi alle meine Wünsche, meine Gedanken, mein komplettes Innenleben durchleuchtet habe, mich auseinandergesetzt habe mit allen Regungen, die in mir da sind und auf der Basis dann mein weiteres Leben gestaltet habe. Und das gibt dir natürlich schon eine sehr gute Grundlage für alles weiter. Ja. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht ganz so anstrengend und nicht ganz so viele Jahre braucht, bis das alles durch ist, aber man kann es eben nicht aussuchen. Und wenn du dir, jeder hat in seinem Leben Herausforderungen, wenn das die Herausforderung einer der großen meines Lebens gewesen ist, dann war es halt so. Ja. Mhm. Jetzt lass uns doch noch schnell die Lücke schließen von dieser Zeit bis zum ersten Kabarettprogramm, das du dann wirklich gespielt hast oder geschrieben hast. Das ist eine sehr lange, sehr große Lücke. Ach so, okay. Eine sehr lange Zeit. Wir haben Zeit, bitteschön. ja, sehr gern. Also ich würde sagen, dann, es ist so geblieben, dass ich sehr gerne mich in Theaterkreisen, in Schauspielerkreisen bewegt habe. Und gerne auch immer wieder auf die Bühne gegangen bin, bei verschiedenen Anlässen, so sei es jetzt im Bibliotheksbereich oder sonst im Freundeskreis, irgendwelche launigen Reden oder dergleichen. Ja, das hat mir immer einen Spaß gemacht. Oder vielleicht auch kleine Videos drehen, die haben da schon verschiedensten Plätzchen gemacht, ganz einfach. Ja. Es war für mich so eine zweite Pubertät dann eigentlich, so ab 23 bis 26 oder was. Die zweite von vielen Pubertäten war das. Okay, wie gesagt, wir haben Zeit. Verstehe. Bin dann aber trotzdem wieder zu demselben Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich wieder ein bisschen vernünftiger werden und jetzt mache ich besser das Studium fertig. Schau, dass ich dann innerhalb dieser Universitätswelt bzw. universitären Bibliothekswelt mich fortentwickle. Dann, dass ich auf die Uni zurückgehe, dass ich dann vielleicht auch einmal auf der Basis mehr Geld verdienen kann, also sprich in dem Umfeld, Bibliothek, Universität, in irgendeiner Form Karriere machen kann. Ich habe einfach gespürt oder das Gefühl gehabt, dann vor allem auch, wenn es dann auf den 30er zugegangen ist, das gehört jetzt. Ja. Mhm. Du musst jetzt wieder seriöser nach vorne schauen. Habe dann eben das Studium wieder angefangen, da war ich 29. Und in Philosophie war nicht mehr sehr viel zu tun, in Griechisch schon, was auch nicht leichter war, dass ich einfach gut 6 Jahre oder so, 7 Jahre nichts Griechisch gelesen gehabt habe. Ja? Also es ist ja doch, wenn du eine Fremdsprache hast, in einer anderen Schrift, du brauchst schon Übung, um richtig drin zu sein. Mhm. Entsprechend habe ich schon ein halbes Jahr gebraucht oder so, um da wieder wirklich reinzufinden. Aber umgekehrt war es dann doch auch leichter. Ich meine, Altgriechisch ist im Grunde ja auch nichts anderes als Skifahren, ne? Ja. Wenn du da zeitlang Pause machst, aber du hast das einmal können, dann geht es auch nach einiger Zeit relativ schnell wieder. Dann habe ich da wieder neue Leute kennengelernt, die natürlich teilweise auch um einiges jünger waren als ich. Und habe dort meine dritte Pubertät angefangen dann. Mhm. Ja. Aber wirklich sehr lustig war, ich habe teilweise Leute auch fürs restliche Leben, so wie es überhaupt bei mir ein bisschen so ist, dass ich aus jeder dieser Phasen ein paar Leute mitgenommen habe. Und wie ich vor 2 Jahren 50. Geburtstag gefeiert habe, war es wunderschön, einfach so viele Menschen aus den allen Lebensphasen, beginnend bei der Volksschule, immer so ein paar Leute aus jeder Phase da zusammen an einem Ort zu haben. Mhm, das klingt gut, ja. Das war richtig schön und rund. Jedenfalls habe ich dann so um die 30, wie ich wieder studiert habe, viele, viele lustige Begegnungen und Stunden gehabt, neue Freundschaften, waren echt
war echt auch eine sehr schöne Zeit, die wiederum begleitet war von Theaterspielen da und dort. Wir haben dann am Höhepunkt auch ein Kabarett gemacht fürs Institut, wo wir uns über die ganzen Altphilologen lustig gemacht haben. Also über die ganzen, wir haben zum Beispiel gehabt dann einen Stand im Jonas Reindl, also beim Schottentor, bei der Straßenbahnstation, wo ein paar altgriechisch Studenten und Studentinnen geworben haben dafür, dass Passanten, Leute, die vorbeigehen, eine Brillenpatenschaft übernehmen, ne? Für Altphilologen in Not, die halt die Augen schon ganz verdorben haben von den Sonderlesesälen, wo die Glühbirnen alle schon veraltet sind und ja, halt durch das viele Studieren von lateinischen und griechischen Texten immer kleinere Augen gekriegt haben. Und mit einer Brillenpatenschaft könnte ihnen wirklich geholfen werden. Ja. Das war so eine Nummer von der. Gut, ja. Und es waren wirklich viele lustige Sachen. Wir haben gehabt, da einer der. Wir haben auch so eine Götterebene drin gehabt. Der Zeus hat einen WU-Studenten, der sich halt so cool findet und so hat bestraft dafür, dass er da die Leute bei der Brillenpatenschaft verarscht hat. Und der Zeus bestraft und der hat dann zur Strafe, also hat eine komplette Wandlung hat er erfahren und wollte dann auch Latein und Griechisch studieren, hat das eben angefangen und war dann sehr erfolgreich und das hat ihm überall genutzt, ja. Und da haben wir seine Antrittsvorlesung, er war das dann später Professor, aber seine Antrittsvorlesung war einfach der Anton aus Tirol vom DJ Ötzi auf Latein übersetzt, ja? Und so Geschichten. Es war ziemlich durchgeknallt eigentlich, aber es hat uns einen riesen Spaß gemacht und den ganzen Verrückten dort am Institut auch. Gibt's auch ein Video davon natürlich. Ja, also du siehst, es hat schon die verrücktesten Geschichten so im Vorfeld dessen gegeben, dass ich das echt einmal beruflich in Angriff genommen habe. Ja, das denke ich mir jetzt auch schon die ganze Zeit. Also bei sehr vielen Dingen denke ich mir, da kommt es so ein bisschen her. Letztlich ja, das als Kind sich dumm stellen ist ja auch so eine Komponente, die bei deinen Videos irgendwie vorkommt, oder? Findest du nicht? Absolut, komplett. Ja. Habe ich noch nie so bedacht, aber wo du sagst, hundertprozentig. Ja. Ich habe auch jetzt vor kurzem, es ist schon gut, dass es diese Videos gibt aus früheren Zeiten. Natürlich, vieles findet man unerträglich, was man früher gemacht hat, ist auch normal. Aber mir ist jetzt auch, vor ein paar Jahren hat mir eine Schulkollegin ein Video gebracht von der Maturafeier, ja, von unserer. Und da habe ich moderiert mit ihr gemeinsam. Ich habe die für unsere Klasse gemacht und sie für die Parallelklasse. Und ich habe damals einen Lehrer nach dem anderen antreten lassen und irgendwie verarscht, ja. Nach der Matura. Das war die Feier war zugleich mit der Zeugnisverleihung. Und ich habe denen immer verschiedene Geschenke gegeben, mit denen ich sie, also das haben wir gemeinsam besprochen und so, aber ich habe es dann moderiert. Und die Lehrer dann einfach verarscht, indem ich ihnen ein Geschenk gegeben habe oder irgendwas, was noch einmal vorgespielt habe, was sie gemacht haben oder ähnliches. Ne? Und auch da habe ich mir gedacht, na servus, wie ich das dann wieder gesehen habe, ist eigentlich habe ich da nicht so viel geändert von dem, was ich mache. Ja? Weil wenn ich mit einem Spitzenpolitiker dastehe und den genauso verarsche, indem ich ihm irgendwas in die Hand drücke, mit dem man nichts anfangen kann, ja, ist das nicht unähnlich. Stimmt. Mhm. Aber dann bleiben wir noch gleich einmal ganz kurz bei der Sendung. Wie lange läuft die jetzt schon? Ja, sie hat begonnen im September 2019. Und ist dann nach 1,5 Jahren im Jänner 2021 auf Pause geschickt worden, um dann mit Beginn des Jänners 2022 wieder erstehen zu können. Und dann ist halt jetzt einmal ein halbes Jahr gelaufen bis zum Juni. Und wird jetzt aber Gott sei Dank noch lang laufen, ist ja gerade einmal verlängert worden, was sehr positiv ist. Das ist sehr positiv. Wie lang ist verlängert worden? Bis Ende 23. Wirklich wahr? Ja. Gratuliere, das ist doch super. Cool. Haben wir auch alle erfreut. Das glaube ich. Ja. Der ORF hat erfreut, wir haben erfreut. Ja. Alle glücklich. Cool. Publikum hoffentlich auch. Das Publikum ganz bestimmt. Ja, die Quoten sind gut, ne? Sind Gott sei Dank sehr gut jetzt. Ja, ja eben. Ne? Weil auch der Sendeplatz einfach, wenn ich das so ehrlich sagen darf, viel besser ist als vorher, weil vorher haben wir Mittwoch
zuerst am Donnerstag um 22 Uhr, dann Mittwoch 22 Uhr gesendet. So ein Wechsel des Tages ist nie sehr positiv, weil das Publikum einfach das lernen muss erst einmal, so einen fixen Beginnzeit. Und dann ist es natürlich so, dass du Nachrichtensatire gegen eine der beiden Hauptnachrichtensendungen des Landes, also die ZIP2, ist natürlich grundsätzlich auf einen verlorenen Posten. Ne? Weil das hat genau dasselbe Publikum, ein politisch interessiertes Publikum, das sich dann entscheiden muss, will ich lieber die echten Nachrichten oder will ich die ZIP2? Ne? Nein, will ich die ZIP2 haben oder will ich die Satire haben? Ja. Und da ist natürlich so noch dazu, wenn Corona ist und alles, und das war ja genau ein paar Monate, nachdem wir gestartet sind, bist du auf verlorenen Posten mit einer Satire-Sendung gegen die Hauptnachrichtensendung. Also das war relativ sinnlos. Dafür muss man sagen, hatten wir auch auf dem alten Sendeplatz eigentlich erstaunlich gute Quoten. Auch alles andere, was dann später gekommen ist, hat das eigentlich nie wieder übertroffen. Also das hat schon gepasst eigentlich, aber... Und wir waren, vor allem sind wir auch digital immer sehr stark, Gott sei Dank. Ja, also Social Media, TV-Take etc. sind wir ja sehr präsent. Mir ist das auch sehr wichtig, weil du gewisse Kreise ja überhaupt nur auf diesen Kanälen erreichst mittlerweile. Ja, genau. Und in der Mischung. Jetzt sind wir Gott sei Dank in der linearen TV-Quote sehr stark. Ich finde auch Freitag 23 Uhr wirklich einen idealen Sendeplatz für so eine Show, wie ich sie da mache. Und insofern ist alles wunderbar. Wir nehmen auf in der letzten Juniwoche 22. Du hast die letzte Staffel gerade abgedreht von Gute Nacht Österreich. Deine Sommerpläne. Hast du welche? Ich habe Sommerpläne, aber sie sind noch etwas unkonkret. Ich möchte im Juli auf Urlaub fahren. Ja, ja. Und zwar ein bisschen ausgiebiger. Mhm. Also 2-3 Wochen. Wie du merkst, ist es noch nicht gebucht. Okay. Und auch noch nicht bestellt. Jetzt habe ich ein paar Tage, um mir da verschiedene Möglichkeiten anzuschauen, auszusuchen und dann, dann entsprechend zu buchen einfach. Mhm. Ja, ich bin da immer relativ spontan und dort, wo ich hin möchte, geht das auch immer. Ja, ja. Dass man relativ kurzfristig was findet. Der Klassiker wäre jetzt Griechenland. Liegt man da richtig? Liegt bei mir absolut im inneren Kreis. Also was ich machen mag. Ich war die letzten Sommer eigentlich jedes Jahr in Griechenland. Mhm. Immer 2 bis 3 Wochen auf verschiedensten Inseln in der Regel. Und auch da wiederum halt solchen, wo nicht viele Leute sind. Ja. Weil das gefällt mir dann am besten, die Mischung. Einerseits das Meer und diese südliche Sonne, auch wenn sie sehr heiß ist, aber am Meer ist die einfach gut auszuhalten. Da geht immer ein Lüfterl. Mhm. Bist du tatsächlich ein Strandtyp? Tust du baden? Ich bin kein großer Bademeister, wenn man das so nennen möchte. Ich gehe schon ganz gerne ins Wasser, logisch, es kühlt ab. Aber da stundenlang am Strand mich zu regeln, habe ich jetzt auch einen überschaubaren Spaß dabei. Aber was ich ganz gern mag, ist halt 1-2 Mal am Tag am Strand sein für 2-3 Stunden oder so. Und ansonsten auch einmal im Kühlen bleiben im Inneren und einfach was lesen. Also was ich extrem schätze halt am Urlaub ist, dass man echt 6 Stunden lang durchlesen kann zum Beispiel. Ja, das machst du schon. Ja, also im Urlaub schon, aber unter dem Jahr. Durchlesen, ja. Ja, unter dem Jahr nicht. Ne? Ja. Das geht sich nicht aus. Also ich schaffe es nicht, das in meinen Alltag zu integrieren, aber da kannst du mal hemmungslos drauf loslesen. Und auch hemmungslos einmal durch YouTube gasen zum Beispiel, was auch immer inspirierend ist. Ne? Sich anschauen, was gibt's alles, was machen die anderen so, das mache ich natürlich unter dem Jahr auch, aber komme ich sonst nicht so dazu. Mhm. Und was ich auch sehr gern mache, ist längere Spaziergänge, kleine Wanderungen. Oft ist das, was man auf einer griechischen Insel machen kann, ja keine echte Wanderung, aber es gibt schon auch solche, es gibt schon auch richtige Berg in Griechenland, ich meine in Kreta sowieso, aber auch auf den kleineren Inseln da und dort. Und das mache ich ganz gern, einfach ein paar Stunden herumstreifen. Das geht aber eh nur entweder in der Früh, aber das ist nicht so meine Zeit, oder halt dann am Abend. Mhm. Was liest du so oder was schaust du so auf YouTube oder meinetwegen auch auf Netflix oder so? Ich habe an dieser Stelle wirklich ganz gern so konkrete Tipps vielleicht da. Was kann man empfehlen?
Sehr gerne. Also letztes Jahr habe ich im Urlaub gelesen, in erster Linie zwei Sachen. Das eine war die Biografie von Karl Kraus, die sehr dick ist. Die war ja ganz neu, glaube ich. 1000 Seiten, die war da ganz neu. Aber die habe ich eigentlich verschlungen, weil Karl Kraus natürlich einer meiner inneren Leuchtfeuer ist. Mhm. Also bewundere ich sehr. Und wenn ich ein Viertel so gut bin, dann ja, könnte ich mich damit zufrieden geben, quasi. Okay, okay. Also ist eigentlich das Vorbild für mich. Und und das andere, was ich vorher gesagt gelesen habe im Urlaub, war der Peloponnesische Krieg von Thukydides. Das klingt ja spannend. Naja, ich meine. Nein, ich wollte jetzt nicht so sagen. Also kann ich mir schon vorstellen, ja, für wenn du einfach schon so viel weißt über die Zeit. Ne? Ja, und vor allem da komme ich dann ein bisschen dazu, eben ins Griechische auch wieder reinzulesen. Und das Werk ist auch deswegen halt sehr spannend, weil es die erste echte Geschichtsschreibung ist. Also jemand, der in der Zeit lebt und trotzdem auf Distanz geht zu allem, was passiert und versucht, es nüchtern und objektiv, wie man heute sagen würde, zu berichten, was passiert. Der große Krieg zwischen den beiden vorherrschenden Mächten, Sparta und Athen, die beide halt überheblich werden und beide glauben, sie sind die wichtigsten. Nach einem Jahrhundert, das für die Griechen super gelaufen ist, oder nicht einmal ein Jahrhundert, ein bisschen über 50 Jahre, 60 Jahre. In diesem 5. Jahrhundert vor Christus haben die alles quasi entwickelt und zur Blüte gebracht, was dann die Römer ausgeschlachtet haben und wir noch immer heute als Grundlage unserer europäischen Kultur schätzen. Innerhalb kürzester Zeit. Und dann sind die alle halt überheblich worden oder alle größenwahnsinnig und haben sich nur mehr die Schädel gegenseitig eingeschlagen. Und nach 27 Jahren Krieg oder 24 Jahren, muss ich nachschauen. Also nach rund 25 Jahren Krieg war dann aus. War die griechische Kultur zerstört eigentlich. Dann ist noch ein paar Jahrzehnte lang gut gegangen, aber dann haben es halt die Makedonen bis zum Alexander der Großen übernommen. Und das war es dann mit der Größe der griechischen Kultur. Und das Orge ist so eine Kriegsberichterstattung. Ein Jahr später hast du sie in Europa, ja. Hast du einen Krieg, über den berichtet wird in Europa, und ich bin in vielerlei Hinsicht dann erinnert gewesen leider an den Peloponnesischen Krieg, wo halt auch Gräueltaten geschildert werden. Ich meine, wir haben ja verlernt, dass wir in einer extremen Friedensperiode der längsten eigentlich der Geschichte wahrscheinlich gelebt haben bis jetzt. Ja? Also so lange Frieden in ganz Europa hat es nie gegeben vorher durch die gesamte Geschichte. Also in der Antike, die haben sich einfach ständig die Schädel eingehauen. Und wenn die eine Friedensperiode gehabt haben, hat sie schon noch eine Zeit gedauert, aber kleinere Kriege hat es immer gegeben und dann auf einmal ist halt der große Krieg ausgebrochen. Und auch dann, was deren Lehren sind aus dem Krieg, wie die über den Krieg reden, aber die Menschheit wird einfach nicht gescheiter. Ja? Weil natürlich jeder, der in einem Krieg drinnen ist, sagt am Schluss, das machen wir nie wieder, ne? Verständlicherweise. Aber das geht sich am Schluss dann doch nicht aus, ja, leider. Gut, ich wollte die Stimmung also richtig nach vorne bringen, wie du meinst. Aber, Alles gut. Aber wenn wir bei den Tipps waren, schaust du Serien oder solche Dinge oder was schaust du auf YouTube? Auf YouTube schaue ich eigentlich nur vergleichbare Sachen, wie wir sie im Fernsehen machen. Also das interessiert mich einfach. Polizatire in erster Linie, schaue ich mir an. Also ganz viel amerikanische. Ja, mir erinnert ja, erinnert, wie soll man sagen, aber ich würde jetzt einmal sagen, oder würde jetzt einmal vermuten, John Oliver ist so ein Vorbild, oder? Absolut, genau. Mhm. John Oliver und die Daily Show, also Trevor Noah, das schaue ich mir sehr gerne an. Und es gibt ein paar andere, Seth Meyers zum Beispiel in den USA, schaue ich mir eigentlich schon sehr gerne an. Ab und zu Jimmy Fallon, obwohl das schon halt so klassische Late-Night-Show ist und weniger Polizatire. Aber da gibt es auch immer wieder gute Ideen. Und jetzt fällt mir der andere natürlich nicht ein. Erst Conan vielleicht? Na, Conan O'Brien, genau, schaue ich auch immer gerne.
Aber die klassische Polizatire. Aber Amerikaner wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Der kommt aus der Daily Show von Jon Stewart. Colbert. Stephen Colbert schaue ich natürlich auch sehr gerne. Mhm. Also der Stand-up von Stephen Colbert. Das finde ich großartig. Mhm. Genau. Und wenn du die einmal wirklich nur unterhalten willst? Aber oder die Deutschen schaue ich auch gerne. Ja, also Shows natürlich, Jan Böhmermann nehme ich an. Und so. Schau mal Böhmermann an, ich schaue mal die heute schon an. Extra 3 mag ich sehr gern, wird bei uns wenig geschaut. So rein zur Entspannung quasi, schaue ich relativ wenig. Ich habe zum Beispiel gar kein Netflix-Abo. Ich habe ein Amazon Prime-Abo. Aber schaue da auch wirklich, wirklich selten. Ich schaue natürlich so laufend Fernsehen im alten Stil, wenn ich so ein bisschen einen Überblick haben möchte, was passiert. Oder es gibt natürlich viele Produktionen auch im ORF, die eigentlich sehr gut sind und sehenswert. Ja. Mhm. Schaust du eigentlich deine eigene Sendung? Na, schaue ich mir schon an, ja. Ja? Man muss ja auch schauen, was man verbessern kann, wo schon was passt und wo man vielleicht das Gefühl hat, da sollte man weiterarbeiten. Mhm. Habt ihr so Feedback-Runden dann auch? Schaut ihr die Sendung gemeinsam so im Team? Haben wir auf jeden Fall. Also gemeinsam schauen tun wir es eigentlich nicht. Aber was wir machen, ist regelmäßig halt immer in den Pausen. Also sei es jetzt, entweder gibt es einmal eine längere Sendepause, was auch passiert, wenn ein Fußballmatch ist und ein Formel-1-Rennen oder so. Mhm. Ja. Oder es ist jetzt eben Sommerpause, dann machen wir immer so Feedbackrunden, wo das ganze Team, die Autoren, Autorinnen und alle, die halt nahe dran sind an der Sendung, Gelegenheit haben, Rückmeldung zu geben oder wo wir einfach Punkt für Punkt die Sendungselemente durchgehen, auch vielleicht neue Ideen sammeln und so. Also das ist schon sehr wichtig. Zum Start jetzt der Herbstsaison werden wir das auch wieder machen. Mhm. Und googelst du dich selber eigentlich? Das kommt schon vor. Ja. Ja. Einfach um so ein bisschen unter Kontrolle ist, aber zumindest, dass man so ein bisschen einen Überblick hat, was so herumschwirrt über einen. Weil über die wird schon viel geschrieben mittlerweile und viel berichtet da. Ja, also es ist nicht so, dass ich das jetzt jede Woche mache oder so, aber von Zeit zu Zeit, wie du richtig sagst, gerade wenn ich wissen möchte, was vielleicht in medial sich getan hat, ne, wenn Artikeln wo erschienen sind, dann möchte ich das schon eigentlich im Blick haben. Mhm. Und so generell über das Weltgeschehen, jetzt abgesehen von diesen Satire-Sendungen, liest du Zeitungen noch so analog oder digital? Na, mein Medienkonsum hat sich extrem verstärkt. Eigentlich seit ich Witze schreibe, also begonnen hat es mit diesem satirischen Wochenrückblick beim Wiener, ich glaube 2008 oder 2007, dass ich das begonnen habe. Und dann bin ich eingestiegen als Gag-Autor bei Stermann Griesemann, bei Willkommen Österreich. Mhm, und also seit ich diese Sachen mache, sprich im Wochenrhythmus oder regelmäßig Pointen abladen zu dem, was sich gerade tut, zum aktuellen Geschehen, seither hat sich mein Medienkonsum stark noch einmal intensiviert. Ich war immer schon sehr interessiert an allem. Und jetzt speziell seit es die Sendung gibt, Gute Nacht Österreich, noch einmal, also viel stärker, dass ich wirklich gezielt mir die führenden Medien-Webseiten anschaue. Also wirklich zweimal am Tag in der Früh oder am Nachmittag oder so Updates schaue, was schreiben die, was schreibt der, die verschiedenen zentralen Zeitungen halt im Land, auch Social Media immer ein bisschen scanne. Und auch über die ganzen Upper-Kanäle, die es gibt. Jetzt haben wir ja quasi diese professionelle Infrastruktur zu bestimmten Themen. Mal was recherchiere, wo du dann einfach gleich den Output hast aus allen Tageszeitungen, Wochenzeitungen und so weiter. Das ist schon, da gibt es schon super Tools auch. Also meine journalistische Kompetenz hat auch extrem zugenommen durch diese Herausforderungen einfach, die mit der Sendung verbunden sind. Bist du auf Twitter? Bin ich auch, ja. Wie stehst du dazu?
Dazu, dass ich auf Twitter bin, ich finde es in Ordnung. Ich weiß nicht, also ich bin ja nicht auf Twitter. Ich war eine Zeit lang, also als Interesse, aber ich finde, alles kann man nicht machen. Und es hat sich ja sehr geändert, Twitter auch. Ne? Das ist, man redet immer von dieser aggressiven Grundstimmung. Wie geht es dir mit dem? Die ist dort sicher vorhanden. Die hat aber zum Beispiel auch weil du sagst, das hat sich verändert, die hat auch auf Facebook stark Einzug gehalten. Stimmt. Auf Facebook bin ich deutlich länger noch. Weil Facebook immer schon natürlich auch ein Ventil war oder eine Möglichkeit war, Kontakt zum Publikum herzustellen. Das heißt auf Twitter nicht. Ja. Also auf Facebook kannst du ja wirklich Veranstaltungen verkünden, organisieren, Einladungen machen etc. Also das nützt dich ja als Kabarettist auch extrem, dass du mit deinen Fans in Kontakt sein kannst. Mhm. Das finde ich ganz großartig bei Facebook. Was sich dort halt schlecht entwickelt hat, ist eben diese aggressive Grundstimmung. Jetzt mit Corona ist das Ganze halt wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also es gibt da unheimliche Aggression, eine unheimliche Ablehnung von allem Staatlichen. Hat halt mit dem teilweise wirklich schlechten Corona-Management zu tun. Das kann man schon nachvollziehen, dass sich das entwickelt hat. Aber dazu kommt auch diese das schwierige Verhältnis vieler Leute zur Impfung. Das hat halt, da muss ich sagen, nachdem ich eine Zeit lang, wo die Sendung nicht on air war, recht defensiv unterwegs gewesen bin, also nicht ständig auf Social Media, hat sich da in diesem einen Jahr 2021 vieles zum Schlechten verändert, ja, weil da einfach eben mit dem Beginn der Impfung und dann überhaupt mit der Impfpflicht, die natürlich eine mäßig gute Idee gewesen ist aus meiner Sicht, ist die Gesellschaft heute wirklich ein bisschen auseinandergefallen und unglaublich viel Aggression, Ablehnung hat sich da entwickelt. Das finde ich sehr ungut, also mir gefällt das gar nicht, wenn die Gesellschaft den gemeinsamen Boden verliert und das schaut ein bisschen so aus dort. Ja. Und bei Twitter ist es halt ist es ja nicht so, dass das ein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft ist auf Twitter. Auf Twitter hast du ja nur, unter Anführungszeichen, nur eine gewisse Schicht der Meinungsmacher eigentlich. Zugleich ist es der große Vorteil. Also du erfährst einfach sehr schnell Sachen. Das schätze ich sehr an Twitter. Bin aber auch relativ inaktiv. Ich bin einfach auch nicht der Typ, der das Bedürfnis hat, Dinge über Social Media zu diskutieren. Ich glaube, dass das im Endeffekt einfach wenig bringt. Ich kenne kaum eine Diskussion, die wirklich sachlich weiterführend gelaufen ist. Weder auf Twitter noch auf Facebook. Im Grunde eskaliert das alles relativ schnell. Ja. Und davon hat dann eigentlich keiner was. Also wenn ich mir eine Meinung bilden will, dann mache ich das lieber, indem ich mich mit jemand hinsetze, was ausdiskutiere. Oder am Telefon oder in irgendeinem Kreis, wo man wirklich das Gefühl hat, da haben Argumente ein Gewicht. Ne? Würdest du sagen, dass du ein News-Junkie bist? Also innerlich von der Person her überhaupt nicht. Ich kann mich völlig ausklinken. Ich habe auch gar kein Problem, überhaupt keine Neuigkeiten mehr zu konsumieren, weil ich, wenn ich mich mit einem Buch hinsetze, das mich erfüllt oder selber was schreiben möchte, das mich erfüllt, glaube ich, kann ich da voll aussteigen. Gerade im Urlaub oder so ist das natürlich überhaupt kein Thema. Aber natürlich bin ich einerseits an dem interessiert, was sich auf der Welt passiert. Und alles andere fände ich ein bisschen komisch, ein bisschen asozial. und beruflich brauche ich es jetzt einfach schon stark. Insofern bin ich derzeit ein News-Junkie. Ja. Aber nicht im negativen Sinn. Also es hüllt mich nicht aus, ich fühle mich nicht permanent getrieben. Natürlich ist man zu einem gewissen Ausmaß immer, wenn du wochenaktuelle Satire machst, dann musst du einfach dranbleiben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich so auffrisst. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Ach, super Frage. Ich glaube, im Endeffekt ist es wahrscheinlich ORF.at.
Ich hätte es früher, also ich habe mir früher gedacht, FAT, ja, das sind halt so oberflächliche News quer durch die Welt und das muss ich immer nicht so durchlesen. Also ich bin früher zum Beispiel viel mehr auf der Standard-Website gewesen, ja, die ja viel detaillierter ist in vielerlei Hinsicht und mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch natürlich sehr ansprechend gemacht etc. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, wenn du ein Basiswissen haben möchtest über das, was passiert, und auch über, wenn du die Auswahl treffen, wenn ich die Auswahl treffen möchte, was sind die wesentlichen Themen im Augenblick, damit ich nichts vergesse, nichts übersehe, aber auch mich nicht irgendwie in Kleinigkeiten verrenne. Und sowohl Inland als auch Ausland, als auch Larifari-Themen, so heißen die bei uns intern, die so im Tiergarten Schönbrunn hat der Orang-Utan ein Baby bekommen, ne? Larifari-Themen. Die aber auch wichtig sind auf eine gewisse Art und Weise für eine News-Comedy, dann finde ich das doch in letzter Konsequenz am besten konzentriert auf ORF.at. Dafür lese ich diese Webseite also wirklich mehrmals am Tag leer. Ich schaue mir dann alles an. Ja. Wirklich wahr? Du, ja, liest, ja. Du liest die Website aus? Also bei ORF.at schon eigentlich. Mhm. Ja. Also einzelne Wirtschaftsartikel lasse ich dann mal aus, ja. Ja. Auch Chronik. Aber weil tatsächlich... Wenn du wissen möchtest, wenn du einen guten Überblick haben möchtest über alles, was gerade passiert, ist das für mich die relevanteste Webseite. Jetzt wird natürlich der Sender stolz sein auf mich, aber ich meine das jetzt gar nicht aus... Ja, auch zu Recht, nicht nur deswegen. Ja. Ich meine es eben nicht aus Nettigkeit dem Sender gegenüber und ich schätze viele andere Zeitungsmedien sehr. Wie lange, also ich habe das so noch nie gehört, wie lange brauchst du für das? Wie lange braucht man, bis man ORF.at einmal am Tag ausgelesen. Nein, ich würde sagen, so vielleicht eine Stunde oder was. Ne? Schon, ja. Also ja. Hätte ich jetzt fast ein bisschen mehr geschätzt, aber in einer Stunde kommt man durch. Glaube ich schon. Also ja. Ich stoppe selten, aber vielleicht. Nein, aber gefühlt so eine Stunde in etwa. Mhm. Ja, so viel Text ist es ja dann auch wieder nicht. Ich hätte sogar eher glaub, vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht geht das sogar, ja, ich habe mir das noch nie überlegt. Das ist eigentlich wirklich, das ist auch gut. Aber zweimal am Tag, weil es halt immer wechselt und du auch keine Archivfunktion hast auf der Seite in dem Sinne, dass du sagst, was war gestern, oder die alten noch einmal durchscrollen kannst, sondern die sind dann einfach weg. Und entsprechend mache ich das einmal in der Früh, also in meiner Früh, und einmal am Nachmittagabend. Gibt es eine Sache, von der die anderen oder viele andere irrsinnig begeistert sind, oft auch irrsinnig lang darüber reden können und du kannst nicht nachvollziehen, wieso oder was an dieser Sache so toll sein soll? Ja, gibt's viel, also im Bereich Ernährung zum Beispiel, ne, da gibt's ja so viele Religionen eigentlich mittlerweile, ne? Und wenn einer anfängt, seine Religion zu vertreten, da muss ich weggehen, glaube ich. Ja? Also da schlafe ich ein, das langweilt mich zu Tode. Ja. Wie hältst du selber? Bist du Agnostiker diesbezüglich? Ich bin im Bereich der Ernährungsreligionen bin ich überzeugter Agnostiker. Ja. Und auch lebenslanger Skeptiker. Ich glaube, es lässt sich auch wissenschaftlich ganz gut zeigen, dass halt eine einseitige Ernährung nie von Vorteil ist, ja, mein Zugang. Ja. Das heißt, du hast deine Gewohnheiten auch so in letzter Zeit, wo das so populär ist, nie umgestellt? Naja, ich lerne schon dazu, ja, muss ich schon sagen. Also ich werde in vielerlei Hinsicht... bin ich da jetzt auch viel aufmerksamer, was ich wirklich esse, wo kommt es her und wie gut oder schlecht tut es dem Körper. Also, da lernt man schon viel dazu im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, würde ich sagen. Und da verschließe ich mich gar nicht. Aber es ist nicht so, dass ich mein Leben grundsätzlich am Kopf gestellt habe und sage, das esse ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders? Ich mag sehr gerne Aufmerksamkeit, Unaufdringlichkeit mag ich sehr gerne, Konzentrationsfähigkeit, Fleiß, Verlässlichkeit, Humor. Also ich mag sehr gerne Leute, mit denen man wirklich was weiterbringen kann. Und die verlässlich sind in Freundschaften oder in Arbeitsbeziehungen und umgänglich.
Das habe ich besonders gerne, ja. Mhm. Und du selber, hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können? Ich glaube, dass ich beides ganz gut kann, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Also tendenziell bin ich natürlich eher der lernen muss, loszulassen. Also der sich ein bisschen auch treiben lässt und nicht immer was im Kopf hat und nicht immer dabei ist, Ziele umzusetzen oder irgendwie ergebnisorientiert zu leben. Es ist halt, es fließt halt meine ganze Auseinandersetzung mit der Welt. Also ob ich jetzt Bücher lese oder sonst Medien, wie man heute sagt, konsumiere, was auch immer das genau ist. Es fließt alles halt sehr schnell in meine Arbeit auch hinein, weil da nicht viel Distanz ist, ja, zwischen Auseinandersetzung mit der Welt und Übersetzung in meine Arbeit. Ja. Mhm. Es ist sehr nah zusammen alles, mhm. auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und das Gefühl habe, da habe ich jetzt was gelernt oder da war was drinnen, was ich auch künstlerisch verwenden möchte, dann ist das natürlich auch immer sehr, sind das sehr kurze Wege. Ja. Also von daher ist eine gewisse Ausrichtung auf die Arbeit, die ja in dem Sinn auch jetzt keine Arbeit ist, wenn man das genießt, was man macht, ist es ja nichts, was lästig ist, ja. Genau. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ja, nein, das passt doch wunderbar. Aber das heißt, du kannst wirklich kaum unterscheiden zwischen Arbeit und privat. Es schwingt immer ein bisschen mit, oder? Es ist halt so, dass Ideen nicht beherrschbar sind. Ne? Wenn eine Idee kommt, dann musst du offen sein. Und deswegen habe ich immer mein Notizbuch oder schreibe ich mir es ins Handy oder ins Internet, in mein Internet-Notizbuch. Weil Ideen, denen musst du folgen. Du bist ja, wenn du als Freischaffender ein Sklave bist, dann nur deiner Ideen. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich? Diejenigen, die Angst überwunden haben und diejenigen, bei denen das nicht so ist. Früher war nicht alles besser, aber? Früher war ich jünger. Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das? Schleich dich, du Arschloch. Aber ich würde natürlich nicht viel helfen. Ich habe mal tatsächlich, das ist jetzt verrückt, aber es ist eine gute Geschichte, wenn du dich so auseinandersetzt mit dem Weltgeschehen und auch der Innenpolitik und so, die Träume sind ja unbeherrschbar. Ich habe mal geträumt, dass der Putin bei mir im Publikum sitzt und dann kommt und sagt, das gefällt ihm eigentlich gut, was ich da mache. Und ich habe gespürt, jetzt habe ich die Chance, dass ich da etwas verändere an dem Wahnsinn, den er betreibt, und war irrsinnig nervös und habe nicht gewusst, was ich mache und was ich sagen soll. Ja, und dann bin ich aufgewacht. Das ist eine gute Geschichte. Also, es ist fürchterlich, also zu denken, das ist einfach, das tut nur weh, finde ich, zu denken an das, was aus dem Putin geworden ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob der jemals hätte anders abbiegen können, oder habe ich leider zu wenig gelesen über ihn als Person. Aber es ist einfach entsetzlich, wozu Menschen fähig sind. Die Sache mit dem Klimawandel ist zu schwierig, weil... Weil sie uns schon so lange beschäftigt, also seit ich ein Jugendlicher bin, ist der Umweltschutzgedanke und da fließt der Klimaschutz genau dieselben Sachen, über die wir jetzt reden, Treibhauseffekt etc., das ist ja alles in vielerlei Hinsicht schon lange Solarenergie, lasst uns mehr Solarenergie nutzen, das ist alles lange im Feld, braucht aber ewig, bis es in die Übersetzung kommt, weil sich einerseits die Wissenschaft zu wenig Gehör verschafft. Es gibt einfach aus meiner Sicht erst jetzt in den letzten Jahren den Punkt, wo wirklich alle, fast alle, die man ernst nehmen kann in diesem Feld,
gemeinsam auftreten und sagen, wir müssen sofort alles unternehmen. Ja. Wissenschaft ist da, hat zu wenig Stimme, wie ja leider in der Gesellschaft immer stärker. Ich habe das Gefühl, vor 50 Jahren hat die Uni viel mehr gesellschaftliche Relevanz gehabt als heute, was ich tragisch finde. Also gerade bei Corona hat man das auch gesehen wieder. Ja. Und ja, die Politik lernt halt auch nur sehr langsam. Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir da auf den letzten Metern quasi doch noch da rennen, diese Maßnahmen umzusetzen, die notwendig sind. Das Problem an der Digitalisierung ist? Das Internet. Das macht uns kaputt. Nein, ist nicht ganz ernst. Ja. Dann, ich habe mir so eine kleine Rubrik, die heißt der gelebte Leitsatz. Gibt es irgendein Prinzip, nach dem du lebst? Kannst du irgendwas, hast du irgend sowas, was so irgendwas, so eine Grundprämisse ist? Das sind lauter super Fragen, wirklich. Taugt mir extrem. Es gibt tatsächlich sowas wie einen Leitsatz, den ich einmal aufgeschnappt habe, aber seither immer wieder sehr konsequent beachtet. Der ist enttäuschenderweise weder auf Latein noch auf Griechisch, auf Altgriechisch, sondern auf Englisch. Also auch enttäuschend, weil er nicht auf Deutsch ist. Make a plan and stick to it. Okay, und heißt einfach, wenn du dich für etwas entscheidest, dann setz es auch konsequent um. Und du hältst dich daran. Ja, und es ist erstaunlich, wie weit man kommt, wenn man sich daran hält. Good to know, so geht's auf Englisch. Perfekt. Dann biegen wir ein in die Zielgerade. Ja? Sehr gerne. Hat es in deinem Leben schon mal ein Ereignis gegeben, das deine Weltanschauung völlig verändert hat? Was mir spontan jetzt einfällt, ist natürlich der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Also das hat schon zwar nicht meine Weltanschauung, naja, doch. Also damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet, muss ich ganz offen sagen. Und, ich glaube ja wirklich niemand, oder? Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Also die Armee ist der Geheimdienst schon, ja, richtig, meines genau Wissens. Dazu, ja. Die haben halt echt gewusst, was los ist. Aber der Rest der Welt, nicht einmal die Ukraine haben es gewusst. Selbst die haben geglaubt, das wird nicht so schlimm werden, wo schon alle rundherum gestanden sind. Ja. Klar kannst du im Nachhinein sagen, wir waren alles Spinner und Träumer. Ein bisschen stimmt es leider. Aber das wird halt jetzt auch unser aller Weltbild auf Jahrzehnte verändern. Das geht, glaube ich, nicht anders, fürchte ich. Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort? Die Welt ist immer ein wunderschöner und guter Ort. Insofern wird es in 5 Jahren nicht besser und nicht schlechter sein. Ob es leichter zu leben sein wird, ist natürlich die andere Frage, von der man nicht mit Sicherheit wissen kann, dass sie mit Ja zu beantworten ist. Also es hat sich in den letzten paar Jahren hat sich viel zusammengestaut, von denen man vorher nicht so geglaubt hat, dass es das gibt. Also es ist uns wirklich sehr gut gegangen, jahrzehntelang. Und das ist jetzt im letzten Jahrzehnt Schicht für Schicht ein bisschen in Gefahr geraten, sage ich mal. Aber umso wichtiger auch, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Welt, speziell unsere Welt, weil andere, also um das, was weit weg ist, sollen wir uns auch immer kümmern, aber in erster Linie müssen wir uns kümmern um das, was nah ist. Und deswegen müssen wir uns, also aus meiner Sicht sollen wir uns dafür einsetzen, dass sie für alle als guter Ort auch spürbar bleibt. Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in 5 Jahren? Meine Standardantwort: im Spiegel. Dann nehme ich die. Ich kann da gerne auch noch was dazu sagen. Bitte. Du schneidest das weg oder auch nicht. Nein, wurscht. Du hast legitim, aber wenn du mehr dazu sagst, finde ich es auch gut. Ja, also ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, allzu sehr äußere Dinge für mich festmachen zu wollen, als dort oder in dem sehe ich mich. Ich habe natürlich gelernt, dass das Business, in dem ich jetzt bin, extrem, heute sagt man so gerne, volatil ist, also unberechenbar, wankelmütig. Fernsehen ist immer so, dass es auch plötzlich aussehen kann.
Ich mache das, was ich im Augenblick mache, wahnsinnig gern. Ich habe gesagt, make a plan and stick to it. Und der hat sicher darin bestanden, dass ich meine Auseinandersetzung mit der Welt auf eine humoristische Art und Weise mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Das ist das, was ich auch in 5 Jahren machen werde. Das ist ganz fix. In welcher Form jetzt genau, da müssen wir einfach Jahr für Jahr schauen, wie sich die Dinge entwickeln, was das Publikum möchte, was der Sender möchte, was ich selber möchte. Da bin ich eigentlich entspannt. Schauen wir einfach. Mhm. Weil ich natürlich auch, das ist vielleicht eher auch mal ganz gut, dazu zu sagen, natürlich fehlt mir ein bisschen die Bühne im Augenblick. Also dadurch, dass ich im Fernsehen so eingesetzt bin, habe ich keine Zeit, auf die Bühne zu gehen. Und das fehlt mir schon sehr. Ich habe davor sehr viel Auftritte gehabt. Und natürlich ist die Bühnenwelt und das Theater eine unheimliche Freude. Ja? Also diese 1-zu-1-Begegnung mit Leuten ist was anderes als Fernsehen. Und das möchte ich in jedem Fall, egal in welcher Form jetzt genau, aber das möchte ich auf jeden Fall wieder zurückholen in mein Leben. Aber wie gesagt, da schauen wir Jahr für Jahr, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Sie werden lachen, es wird ernst. Peter, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ich danke ganz herzlich für die Einladung und für die großartigen Fragen. Voll gerne. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee, bitteschön. Müsli oder Eierspeis? Bin ich dem Müsli nicht abgeneigt. Komödie oder Tragödie? Zum Frühstück auf jeden Fall Komödie. Auch sonst, also ja, ich habe eine größere Nähe zur Komödie, ja. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Konsequent beides. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Schon durchgedrungen, glaube ich. Spazieren oder laufen? Spazieren. Oder wie die Deutschen sagen, laufen. Ja. Kopf oder Bauch? Ja, also das... du merkst schon, sie streiten. Ja, weil dadurch kann ich keine Antwort geben. Der Kopf hindert mich daran zu sagen, Bauch. Mhm. Aber es ist einfach beides extrem notwendig. Ich kann mir nicht anders helfen, ich brauche beides. Stadt oder Land? Ich bin letztlich ein Stadtgewächs, aber schätze das Land schon sehr. Trotzdem, ich habe immer in der Stadt gewohnt. Fahrrad oder öffentlich? In den letzten Jahren vermehrt öffentlich, früher viel Fahrrad, aber ich werde unbeweglich und sollte unbedingt wieder mehr Fahrrad fahren. Bühne oder Studio? Im Augenblick Studio. Ilias oder Odyssee? Bin ich bei der Odyssee, weil einfach abwechslungsreicher, weil natürlich auch Odysseus ein Mäandertaler war, viele, viele Jahre, bis er dorthin findet, wo er eigentlich hingehört. Und so ein reines Schlachtengetümmel ja jetzt kein pures Vergnügen ist. Ne? Hades oder Zeus? Ja, auf jeden Fall Zeus ist ja... Der Gute. Nein, ist so der Super-Joker, ne, im Quartett. Okay. Klavier oder Orchester? Ich habe selber sehr lang Klavier gelernt und habe das eigentlich schon gern gemacht. Es ruht zwar im Augenblick, aber bleiben wir beim Klavier. Mhm. Klassik oder Jazz? Na, das ist gemein. Aha. Also das mag ich beides extrem. Okay.
Dann Party oder Zusammensetzen? Ja, mit zunehmendem Jahr natürlich eher Zusammensetzen. Kino oder Couch? Mit zunehmendem Jahr natürlich eher Couch. Chips oder Popcorn? Also ja, sagen wir Chips. Arthouse oder Blockbuster? Was erinnerst du zu Arthouse? Also so Kunstfilme allgemein, ne? Ja, genau. Ja. Also so, ja. Na, unbedingt Tarkowski und, ja, und alle späteren, ja, Rainer Werner Fassbinder. So. Mhm. Alles ganz hardcore, habe ich alles gesehen. Aber okay, ist lang her. Arthouse. Ja. Mhm. Picasso oder Andy Warhol? Picasso. Ist eine Spur, Warhol ist halt einfach dann die Inszenierung schon so wichtig. Ne? Das ist beim Picasso sicher auch ein Thema, aber da hat man noch eher das Gefühl, dass es hier um die Kunst geht. Gefährliche Aussagen. Aber es macht nichts, man muss ja provozieren, ja, sonst ja bringt es ja nichts. Okay, ja, 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 voll. Also, was immer du magst. Dann versuchen wir es doch einmal mit Mozart oder Beethoven. Das ist natürlich auch extrem gemein. Weil du kannst die, da gern beides, ja, sagen. Ja, also es sind so Vorschläge eigentlich. Absolut. Ja. Aber der, ich meine, bei Austria oder Rapid ist mir klar, oder bei Stones oder Beatles, ne? Ja. Aber bei Mozart oder Beethoven muss ich passen, weil über Mozart-Symphonien wirst du nicht viel finden, was darüber geht, aus meiner Sicht, umgekehrt über Beethoven-Streichquartette. Möchte ich auch nicht missen. Rapid oder Austria? Rapid, das Beste auf der Welt. Du bist ja wirklich Fußballfan, ne? Oh ja, ja, ja. Du hast in einem Programm sogar mal von so einer Männerrunde, Fußballmännerrunde erzählt. Was gibt's du noch alles weißt, gibt's richtig, noch? Ewig her. Ja. Die gibt es noch, ja, die Fußballerpartie. Aber leider habe ich einen eingerissenen Meniskus. Im Augenblick bin ich nur bei der Analyse dabei. Verstehe. Wenn ich Zeit habe und nicht beim Spiel. Verstehe. Dann Beatles oder Stones natürlich noch? Beatles. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Ist allgemein, aber dann sage ich halt einmal Charlie Chaplin, weil er die Spur, also der Keaton ist halt dann schon auch, der ist halt sehr melancholisch dann schon fast. Ja. Okay, ich glaube, das jetzt muss ja nicht unbedingt sein. Zu viel Melancholie, ja, aber bitte, ist immer Geschmackssache. Ja. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Die Work-Life-Balance, die berühmte. Ja, das Optimum ist natürlich, beides verschränken zu können. Ne? Muss man immer darauf hinarbeiten. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Obwohl, ich muss dazu sagen, dass ich nicht sehr, ja, also ja, Geld war für mich nie ein Triebmittel oder ein Motivationsmittel. Ich komme auch mit wenig, sehr wenig zurecht. Das ist natürlich einer der positiven Gewinne am Philosophiestudium. Mhm. Dass es doch ein sehr relatives Kriterium ist, Geld letztlich. Ja, und dass es halt darum geht, natürlich die primären Bedürfnisse alle gut befriedigen zu können, ohne quasi Not leben zu müssen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie kann ich nächste Woche mein Essen bezahlen. Ja, das ist immer erdrückend. Aber ansonsten ist der, wenn du den Fokus auf eine innere Zufriedenheit legst, ist ja das, was du dazu brauchst, gar nicht so unerreichbar viel. Ja. So, entschuldige, jetzt habe ich da. Nein, gar nicht. Genau. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren und vor keiner Gefahr kneifen. Gedanken. Aber nicht sinnlos sich in Gefahr begeben. Ja, ja. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen können.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe liegt die Kraft. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma? Da gibt es keine Wahl. Liebe mit Liebeskummer. New York oder Los Angeles? Nachdem ich noch nie in Los Angeles war, nehme ich mal das. Obwohl ich New York sehr gern habe. Italien oder Griechenland? Sind beides großartige Länder, in denen ich schon sicher jeweils, in denen ich sicher sehr oft schon jeweils gewesen bin. Insofern ist im Augenblick bevorzuge ich Griechenland. Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke. Was für eine Frage. Ja, okay. Da. Haube oder Frisur? Ja, Frisur geht nicht mehr so viel wie früher. Also wir bleiben bei der Haube. Okay. Worauf wartest du oder morgen ist Anwart, Doc? Worauf wartest? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Kann beides das richtige Mittel sein. Tendenziell, wenn ich mal wohin gehe, dann gerne auch einmal länger. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Baba. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.